Beziehungsweise wie passiv oder aggressiv ersetzt. Für No Limit Holland sollte die Gruppe der locker progressiven Spieler weiter unterteilt werden in Maniacs und solide Spieler. Betrachten wir nun jede dieser Spielertypen Doppelpunkt konservativ passiv. Dieser Typ von Spieler schneidet gut on fix and limit Spielen ab, aber er gewinnt nicht sehr viel in No Limit Spielen. Denn dieser Typ Spieler bekommt nicht den vollen Wert seiner Blätter in No Limit Spielen. Wenn man gegen diesen Typ Spieler spielt, dann erstens Bluff oft nach dem Flop. Erhöhe Preflop und versuch Pot dann direkt nach dem Flop den Pot zu gewinnen. Zweitens Fold, wenn er Stärke zeigt. Wenn er ein bisschen setzt, dann hofft er wahrscheinlich auf eine Karte. Wenn er viel setzt, dann hat er bereits eine gemachte Hand und man sollte rausgehen. Drittens übernehme die Kontrolle und nutze das. Versuche nicht zu oft zu bluffen. Man sollte immer noch Preflop folden, wenn man nichts hat. Wenn man nach dem Flop einen Bluff macht, dann sollte man es sich zweimal überlegen, ob man auch nach dem Turn bluffen soll. Man kann auch viel Geld von diesem Typ Spieler gewinnen, wenn man ein gutes Blatt hat. Allgemein kann man diesen Typ Spieler schnell in die Kategorie Calling Station, Cold fast immer, oder Folding Station, Folded fast immer, einteilen. Wenn einer dieser Spielertypen viel Geld von dir gewinnt, während er nur foldet oder callt, dann machst du etwas falsch. Von diesen Spielern gibt es sehr viele und man trifft sie oft an. Locker passiv. Dieser Typ Spieler hofft oder denkt immer, dass jemand blufft und geht ständig mit dem zweitbesten Blatt mit. Mit dem zweitbesten Blatt einfach nur zu callen ist katastrophal und ein gutes Rezept zum Geld verlieren bei No Limit. Von dieser Art Spieler gibt es nicht sehr viele, da sie offensichtlich nicht lange überleben können. Wenn man Glück hat und auf solch einen locker passiven Spieler trifft, dann gewinnt man am besten Geld von ihm, wenn man ein gutes Blatt hat und mittelgroße Bits macht. Maniac locker aggressiv. Diese Spieler sind Maniacs. Sie erkaufen sich einen großen Anteil der Pots, die sie gewinnen, aber verlieren dann ihr Geld gegen einen anderen aggressiven Spieler in ein oder zwei Händen. Was unterscheidet sie von den soliden locker aggressiven Spielern? Sie haben keine Disziplin. Sie lieben Action, so dass sie schnell in eine schlechte Situation geraten und dann all ihr Geld verlieren. Diesen Typ Spieler gibt es noch seltener. Solide locker aggressiv. Dieser Spielertyp erscheint zwar wie ein Maniac, ist aber in Wirklichkeit ein sehr gefährlicher Spieler. Sie verlieren viel Geld in großen Pots, aber sie gewinnen auch viele große Pots. Diese Art von Spieler kann andere Spieler einfach sehr gut lesen und wartet dann auf den richtigen Moment, um den richtigen B zu machen. Ein Trick, wie ich versuche, diese Art von Spieler zu schlagen, ist einen großen Pot gegen sie zu gewinnen. Da sie viele Hände spielen, besonders Shorthanded, spielen sie oft auch nur das zweitbeste Blatt. Sobald ich sie in solch einer Situation erwische, muss ich nur darauf achten, dass ich sie nicht zu billig davon kommen lasse. Was auch hilft, ist in einem Limitbereich zu spielen, in dem einem das Geld nicht allzu viel bedeutet. Man darf einfach nicht zulassen, dass diese Spieler einen finanziell Angst machen, wenn sie große Summen setzen. Man muss in der Lage sein, sie reisen zu können oder einfach nur callen zu können. Dieser Spielertyp ist nur gut, wenn die anderen am Tisch viel Chips haben. Wenn man selbst oder dieser Typ locker aggressiver Spieler wegen Chips hat, dann sind seine Möglichkeiten zu bluffen limitiert. Konservativ aggressiv, das ist meine Art und Weise zu spielen und die Strategie, die ich lehre. Das Problem eines konservativ aggressiven Spielers ist es, dass er oft aus Pots zu früh rausgedrängt wird und seine Spielweise schnell durchschaut werden kann. Showdown-Prozentsatz, dies ist ein wichtiges No-Limit-Hold'em-Konzept. Da man bei No-Limit-Hold'em sehr gut bluffen kann, kann man sehr viel Geld durch Stehlen von Pot verdienen, wenn die Gegner sehr konservativ spielen. Dies funktioniert aber nicht, wenn alle bis zum Showdown callen. Bevor ich an einem Spiel teilnehme, schaue ich erst zu und zähle, wie oft die Hände bis zum Showdown gespielt werden. Das ist besonders leicht, wenn man im Internet spielt, denn man muss noch nicht mal anwesend sein. Man öffnet einfach den Tisch, ist was in der Zwischenzeit,
kommt 20 Minuten später wieder zurück und schaut sich dann die gespielten Hände in der Chatbox an. Man sieht dann sehr schnell, wie viele Hände bis zum Showdown gespielt wurden und wie groß die Pots waren. Umso mehr Showdowns es gibt, desto besser. Es ist zwar fast unmöglich zu bluffen, wenn alle callen, aber man verdient mehr Geld, wenn die anderen mit schlechten Blättern callen. Das meiste Geld verdient man bei No Limit Hold'em, wenn man seine guten Blätter gut verkauft. Wenn die Spieler viel callen, dann verdient man viel Geld mit Pot großen Bets oder größeren Bets, wenn man eine Primin Hand hat, Flush oder Drillen. Statt Blätter zu sparen, die Blätter, die man bei No Limit spielt, unterscheiden sich von denen, die man bei Limit spielt. Der Grund dafür sind die Implied Odds, implizierte Wahrscheinlichkeit. Blätter wie zum Beispiel KQ of Suit verlieren an Wert, dass sie nicht sehr viel Druck aushalten. Wenn der Flop einen König bringen würde, würde man immer noch gegen AK verlieren. Hältst man allerdings AK auf der Hand, so will man den Pot schon nach dem Flop einsacken. Ausnahme wäre, wenn man sich sicher ist, dass man die besseren Karten hat. In diesem Fall möchte man seinem Gegner das Geld Stück für Stück rauslocken. Statt Blätter, die bei No Limit Hold'em an Wert gewinnen, sind Pärchen und Suited Connect Odds allgemein starke Drawing-Hände. Pärchen sind gut, weil sie nicht auffällig sind und viel Druck aushalten können. Mit einem Pärchen auf der Hand kann man gut setzen, wenn man einen Drilling hat oder das höchste Pärchen hat, denn die anderen rechnen meistens nicht damit. Suited Connect Odds gewinnen an Wert aus mehreren Gründen. Erstens, wenn der Flop komisch ist, wird man meistens gut bezahlt. Ich. Opponent. Flop. Mit solch einem Flop würde man viel mehr gewinnen, als man verlieren würde bei einem A7-2 Flop. Weiterhin kann man mit Semi-Bluff-Pots gewinnen, ohne dabei sein Blatt zeigen zu müssen. Deine Hand. Bord. Die meisten werden denken, dass man einen Buben hat, wenn man nach dem Flop setzt. Sie werden dann entweder folden oder callen. Man gewinnt entweder den Pot oder man wartet auf eine Hand, mit der der Gegner nicht rechnet. Die Blätter, die man spielen kann, werden auch durch die Größe des eigenen Chip-Stapels beeinflusst. Große Karten wie AK oder KQ kann man besser mit kleineren Chip-Stapeln spielen, während Suited Connect Odds effektiver mit einem großen Chip-Stapel sind. Bis viele Neulinge wissen einfach noch nicht, wie sie No Limit spielen setzen sollten. Das Konzept ist kurz gefasst so, man versucht so viel Geld wie möglich von seinen Gegnern zu bekommen, die ein gutes Blatt haben, aber gegen das eigene verlieren. Man versucht Gegnern mit treuen Händen schlechte Odds zu geben. Gleichzeitig will man aber auch nicht so viel setzen, dass man sich an den Pot bindet. Deine Hand. Bord. In diesem Fall sollte man einen Pot großen Bet machen. Dein Gegner ist nämlich entweder auf einen Straight Draws oder er hat Pärchen Asse. Wenn er auf eine Straße hofft, dann muss ihn dafür teuer bezahlen lassen. Wenn er ein Ass hat, dann wird er wahrscheinlich vom Pot nicht loslassen und man sollte versuchen, so viel wie möglich zu extrahieren. Deine Hand. Bord. In diesem Fall sollte man setzen, aber nicht zu viel. Ein guter Bet wäre das Richtige, mit dem die Leute folgen, wenn sie nichts haben, oder nur callen, wenn sie ein Ass haben. Die Hälfte des Pots wäre gut. So kann man relativ billig die nächste Karte sehen und den Gegner für das Callen bestrafen,